Und wie ist die Angst vor dem Training oder vor dem Rennen? Ist die Angst wirklich so, dass man sagt, man hat so weiche Knie, dass man eigentlich gar nicht mehr zum Motorrad hingehen kann? Ist das wirklich so? Wenn du wieder hinkommst und das erste Mal die erste Runde im Training runterfährst mit knapp 300 und die Gabel auf Block geht, dann hast du definitiv wieder Hosen, wie man so schön sagt. Ne? Vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich war in Most zum Superbike-IDM-Lauf, habe den ersten Lauf gewonnen und war dann mein Motorrad war dann um 500 Gramm zu leicht. Es ist natürlich furchtbar, weil ich habe mit 8 Sekunden Vorsprung gewonnen, das hätte jetzt nichts ausgemacht. Und Kurve 18, 19 ballern die, glaube ich, mit im vierten, fünften Gang innen leicht über den Körper drüber und es schaut schon ziemlich geil aus und wir diskutieren über, da haben nur 15 Meter, und also bis zur Mauer. Ja. Und da sind es halt 0 Meter. Gehen wir über zum Thema, tun wir die Hobbyfahrer da draußen, die hier, das sind ja unsere Zuschauer, unsere Fans, darf man nicht vergessen, die machen ja das auch möglich, dass ihr eure Profikarriere fahren dürft, weil wir haben ja dort auch Zuschauer und dort auch können wir Sponsoren generieren, die uns euch bezahlen dafür, dass ihr das machen könnt oder unterstützen. Und deswegen sind die Hobbyfahrer da draußen so wichtig, weil das sind die wichtigsten Fans, die ihr habt. Und die fahren natürlich selber und wollen natürlich was lernen von den Profis, weil mir glauben sie auch ein bisschen was, aber ich glaube, dass sie euch noch viel mehr glauben. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen so ein bisschen so was ihr, jeder Einzelne von euch, davon, was ihr denkt, was so die größten oder einer der größten Hobbyfahrerfehler von den Jungs, die draußen in den Dreck da ist auf der Rennstrecke rumfahren. Fangen wir bei dir an. Kann ich dann auch gleich zuhören, ich bin auch Hobbyfahrer. Du bist doch Hobbyfahrer? Ja, stimmt, weil ich habe die Banier dann Rijeka, war ich am Sonntag 2 Zehntel schneller wie du. Aber du hast da wahrscheinlich einen schlechten Reifen drauf gehabt. Nein, du warst 2 Zehntel schneller wie ich, glaube ich, 3. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich war langsam an dem Tag. Langsamer als sonst. Ehrlich? Ja. Hast du perfekt geschlafen wahrscheinlich? Ja, ja, schlechten Tag erwischt. Ja, das kann passieren. Ja, wenn man vor allem vorgegangen ist am Tag davor, dann. Jupp. Na, fangen wir schnell da beim Philipp, vielleicht fangen wir mal so rundum an. Philipp, was denkst du, der typische Hobbyfahrerfehler da draußen? Boah, ja, mir kommt oft vor, dass das Timing ab und zu nicht so gut passt. Damit meine ich eigentlich, dass, weil die meisten Hobbyfahrer fahren mittlerweile Superbikes. Ja. Und da, also Kurvenspeed haben die meisten Hobbyfahrer sowieso einen viel höheren wie wir Profis. Und das ist es eigentlich schon. Die fahren in der Kurve eigentlich einen zu hohen Kurvenspeed und können eigentlich dann beim Ausfahren nicht mehr gescheit aussehen. Mhm. Das fällt mir eigentlich auf. Und wenn du auf dem Superbike sitzt, dann musst du eigentlich eher ein bisschen so eine V-Linie fahren, ziemlich weit reinbremsen in die Kurven und dann eigentlich langsam sein und dann das Motorrad aufrichten, damit man raus beschleunigen kann. Das ist eigentlich, was mir am meisten auffällt, was eigentlich so durch die Bank, aber was halt eigentlich auch wirklich schwierig ist zum hinbringen. Zum rauskriegen, also, ja. Ja, weil wenn du wirklich einfach Hobbyfahrer fahrst, jetzt nicht so viele Renner wie mir oder hat vielleicht auch erst vor 4, 5 Jahren angefangen, dann kannst du nicht auf so einem Level fahren und teilweise spürst du das auch nicht so, dass du jetzt halt gerade in dem Moment was vielleicht nicht ganz so richtig machst. Einen hohen Kurvenspeed zum Fahren, das ist lobenswert quasi, weil man versucht es so schnell wie möglich zu fahren, aber im Endeffekt muss man schauen, dass es sich oft so langsam wie möglich anfühlt. Ja, dass es sich schon schlecht anfühlt, genau, quasi. Dass es sich eigentlich schon langsam anfühlt, aber dann eigentlich schneller ist. Aha. Das ist, wo ich Moto 2 gefahren bin, da hast du ein bisschen so fahren müssen wie ein Superbike und ja, je langsamer du dich eigentlich gefühlt hast, dann hast du ein wenig leichter da, dass du eigentlich auf Zeit kommst. Extrem interessant, dass das dein großer Hobbyfahrerfehler ist, der natürlich vielen schon wahrscheinlich schon aufgefallen ist, aber dass das jetzt anscheinend ist das schon so wichtig, dass sonst wäre das jetzt aus deinem ersten Punkt, aus dem Stegreif her, nicht aufgefallen. Ne? Also wenn die Linie ist natürlich auch, Linie ist A und O, was passen muss. Und da ist mein Ding eigentlich beim Hobbyfahrer, der muss seinen Fokus immer auf den Ausgang legen, weil dann fährst du am sichersten, sage ich mal. Das heißt, am Eingang und am Kurvenspeed ein bisschen investieren, dafür, dass die Ausgänge so sitzen, dass man sauber beschleunigen kann. Dass man einfach sauber beschleunigen kann. Dass man entspannt fährt. Und dann baut sich irgendwann ein Rhythmus auf und dann wird man automatisch schneller. Obwohl man quasi vielleicht langsam angefangen hat. Und dann
über die Fahrtechnik. Aber Motorradfahren, jeder muss ein wenig so seinen Weg finden. Und ein Lorenzo ist schnell und ein Marquez ist schnell. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wie wahrscheinlich jeder Profifahrer seinen komplett eigenen Stil hat. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel von dir Fotos sehe, dann sehe ich die meinetwegen schon von der Weiden unscharf, weil ich weit weg bin davon und ich sehe aber schon von der Weiden, dass das ist ein Philipp Oertl, der da drauf sitzt, weil du siehst einfach am Stil, an der Haltung, an der Körperposition und so weiter. Ja, ich denke auch, es wären viel ein MotoGP-Fahrer, wenn das Motorrad und der Fahrer schwarz wäre. Siehst trotzdem noch, das ist der Fahrer, der wo da drauf sitzt. Und jeder Fahrer hat auch seine Stärken. Es kommt auch immer darauf an, wo der und der aufgewachsen ist. Mhm. Wenn jetzt der auf einer Stop-and-Go-Strecke aufgewachsen ist, dann wäre das wahrscheinlich auch relativ gut kennen. Kommt mir so vor. Ja. Würdest du dann auch sagen, dass zum Beispiel, weil ich sehe das immer in den Kommentaren und ganz viel schicken mir Bilder von sich, wie sie auf der Rennstrecke fahren und wie sie drauf sitzen und wollen immer die Meinung über ihre Körperhaltung wissen. Und ich bin mittlerweile der Meinung, dass die Körperhaltung so in Nuancen gar nicht mehr so entscheidend ist, sondern dass jeder seinen eigenen Stil so ein bisschen entwickeln muss. Wie du gerade auch, kann man das sagen? Ich muss sagen, in meiner Moto3-Karriere, glaube ich, habe ich das ein bisschen vernachlässigt. Da war Körperposition eigentlich ist Körperposition wirklich wichtig, aber so den Grundstil, was ein Fahrer hat, den hat er. Ja. Und von dort aus ist es eigentlich wichtig, dass man sich weiterentwickelt. Mhm. Sage ich mal, mit großen Motorrädern musst du hängen auffahren. Ja. Und beim Rausfahren ist der Pickup extrem wichtig und da ist aber auch die Körperposition dazu wichtig. Und das muss ein Fahrer verstehen, das muss ein Fahrer erfüllen, das kann auch ein Hobbyfahrer erfüllen und das kann man, so Körperpositionssachen, kann man auf, egal was man für ein Motorrad sitzt, ob man jetzt auf einem Minibike sitzt oder auf einem Supermoto, das wird sich bei jedem Motorrad gleich auffühlen, weil wenn du deinen Körperschwerpunkt weiter nach innen bringst, dann ist das einfach nur Physik und dann fühlt sich das auf jedem Motorrad ganz genau gleich an. Mhm. Und dann musst du halt schauen, okay, bringt mir das was? Und dann in deinen Stil mit einbauen. Mhm. Aber wie gesagt, dann schaut auch jeder Stil irgendwo ein bisschen anders aus. Mhm. Aber was sich durchgesetzt hat die letzten Jahre ist, dadurch kommt der Ellenbogen auf den Boden. Mhm. Früher ist es, glaube ich, Knie halt. Ja. Aber sonst Ellenbogen am Boden, das war schon ein wenig sowas. Aber mit dem machen sie sich wahrscheinlich teilweise halt auch die Körperhaltung kaputt. Gell? Ja. Das Zwanghafte. Ja, das Zwanghafte. Aber die teilweise auf der Rennstrecken. Es gibt Kurven, wo man vielleicht wirklich nur ganz eine Millisekunde kurz hängen offen, sondern schon wieder aufrichtet und die machen einen Radius, damit wo man wieder bei den Decken zum Ellbogenschleifen. Wo dann zwanghaft probiert wird, was ein Ellbogenschleifen. Ja. Denkst du da noch drüber nach, über das Ellbogenschleifen oder passiert das, wenn es passiert? Oder? Wenn ich zum Beispiel ganz am Anfang erst freies Training und ich bin schon eine Zeit lang nicht mehr auf dem Motorrad gesessen, so, ja, das haben wir uns 2-3 Wochen, dann versuche ich eigentlich schon gleich einmal ein bisschen mit dem Ellbogen runter zu kommen. Das ist für mich so ein bisschen so Gefühl aufbauen. Mhm. Ein bisschen so Gefühl, Indikator okay. Wahrscheinlich. Ja, so ein Indikator, jetzt bin ich schon ziemlich schräg. Und dass ich das spüre. Ja. Und das ist am Anfang, wenn ich noch nicht so gut fahre, noch nicht so geschliffen fahre, strecke ich ab und zu schon einen Ellenbogen ein bisschen aus, dass ich einfach weiß, okay, wann bin ich jetzt unten? Bin ich schon schnell nur in dem Scheitel, genau. Meinetwegen. Genau. Ja, also das mache ich eigentlich, dass ich Gefühl sammelt. Aha. Speziell am Anfang. Mhm. Sehr interessant. Weil das Knie ist ja irgendwo so Indikator. Der Indikator, aber der ist halt leichter, sage ich jetzt mal, weil das Knie kannst du mit weniger Schräglage auch schon am Boden haben und dann ziehst du es auch wieder ein bisschen ein. Ne? Genau, solche Sachen sind das speziell auch. Im Regen ist das zum Beispiel ein super Indikator, weil dann weißt du einfach, okay, jetzt bin ich unten, jetzt passt das. Wenn in der Qualifying-Runde bei mir der Daytona-Stiefel schleift, dann weiß ich, ja, das ist jetzt gar nicht so schlecht. Weil der schleift nur, wenn ich schnell fahre. Weil alles andere schleift normal auch, aber das ist... Ja, okay. Ja. Ich finde das auch voll interessant, also wie der Philipp das gesagt hat, mit so, wie man so Stück für Stück entwickelt man seinen Fahrstil und der ist dann so. Und bei mir, in meinem Fall zum Beispiel, ich tue mir extrem schwer mit so Hang-Off fahren, weil ich habe eigentlich nie da in irgendeiner Weise Training oder Zeit investiert, dass ich das verändert habe. Mhm. Weil ich bin beim Fahrstil, so wie ich gefahren bin, immer super klar gekommen. Mhm. Und auf einem kleinen Moped ist es auch nicht so wichtig, finde ich. Mhm. Aber wie ich dann in 600er und dann auf ein Superbike gekommen bin, habe ich dann so auf nationalem Level, so IDM, das hat, war ich gut vorne dabei, das hat gut hingehauen. Ich habe schon gesagt, eigentlich sitze ich irgendwie ganz schön anders drauf wie der Rest. War mir ja wurscht, wenn es halt funktioniert. Ja. Aber es stimmt schon, dass man muss jetzt das vielleicht nicht, ich tue fast nie Ellbogen schleifen, oder jetzt wird es ein bisschen besser, weil mich mehr darauf konzentriert, dass ich die, jetzt nicht, dass mein Ellbogen am Boden ist, aber dass die Position ein bisschen besser passt.
Und was da mit dem Superbike, was ich gemerkt habe, da extrem wichtig ist, ist einfach nur der Kurvenausgang. Weil das ist der einzige Teil, wo man mit einem Superbike Zeit macht. Mhm. Man fährt da so schnell in eine Wand rein, weil einfach dann geht nichts mehr. Das Motorrad geht einfach nur so und so schnell in Kurven, das war's. Ja. Und beim Ausgang muss man viel Zeit machen. Und da hilft der Pickup vom Bike und verschiedene andere Sachen so viel, dass ich jetzt auch aktiv angefangen habe zum Trainieren vor ein paar Jahren, dass es besser wird. Wir müssen für die Zuschauer kurz beschreiben, der Pickup vom Bike, das hast du, Philipp, schon gesagt und du sagst es jetzt nochmal, vielleicht wissen das ein paar nicht da draußen, weil ich habe jetzt auch kurz überlegen müssen, ich denke, ihr meint damit das Aufrichten vom Motorrad, oder? Genau, das ist eigentlich relativ abrupte Aufrichten, damit man schnell viel Aufstandsfläche vom Reifen hat oder dass man mehr kriegt und dann dementsprechend mehr beschleunigen kann. Mhm. Und dass man dann schnell aus der Kurve rauskommt. Mhm. Okay. Ja, extrem interessant. Ja. Danke dafür. Julian, was denkst du? Typischer Hobbyfahrerfehler. Du siehst ja viele. Ja, ich habe es jetzt nämlich, weil ich habe die letzten Wochen ein paar Mal eben, weil Leute auf mich zukommen sind, ob ich einen Tipp geben kann oder zuschauen und ich habe definitiv gemerkt, Blicktechnik. Mhm. Okay. Vor allem, sage ich mal so, die Standardkurven passen, aber mir fällt extrem auf, so bei langzogenen Kurven ist, da wandert der Blick vielleicht kurz beim Reinbremsen zum Scheitel und dann aber geht er auf einmal raus, wo sie nicht hinwollen, weil da ist asphaltierte Fläche im Auslauf und ich habe das jetzt eben ein paar Mal selber miterlebt, wie die dann reingekommen sind, boah, auf einmal tickt das Motorrad rein, ne? Sie bremsen rein, gehen weit und durch den Blick ziehen sie wieder zurück rein, das ist ja quasi, ne? Und mir, das ist mir oft aufgefallen, Blicktechnik und eben die zwanghaften, keine Ahnung, Motorradvergewaltigungen. Mit Ellbogenschleifen. Mit Ellbogenschleifen. Ja, das ist richtig. Ja. Ja, die Blickführung ist extrem interessant. Also zum einen sagt man ja, das kennt man ja schon immer, diesen Spruch, ja, du fährst dahin, wo du hinschaust, sage ich jetzt einmal, ja. Aber das ist halt damit können viele nichts anfangen, weil das ist so einfach, dass sie sagen, ja, das weiß ich eh, so nach dem Motto, aber das hilft mir nichts. Ist es aber vielleicht auch zum Beispiel ein teilweise zu langes Verweilen auf einen Blick der Fehler? Das ist eigentlich für mich so der Fehler, oder den ich auch bei mir selber hin und wieder mal merke, ist, dass einfach, nachdem man den Scheitelpunkt fertig anvisiert hat, dass man dann zu lang noch irgendwie in die Kurven reinschaut und nicht weit nur nach vorne. Mhm. Und da kommt natürlich auch immer mal wieder so ein Fehler rein, wo man sich auch ein wenig Zeit verliert, weil man nicht genau dann da rauskommt, wo man eigentlich hin mag. Ja, es ist interessant, dass du das ansprichst, weil ich habe das Thema auch schon ein paar Mal gehabt und ich bin ja so der Meinung, die Auswahl der Geschwindigkeit entsteht ja unterbewusst. Und du sagst ja nicht, ich fahre jetzt 110 km/h, hier könnt ihr aber 5 km/h schneller fahren, sondern du fühlst dich entweder langsam oder schnell oder zu schnell oder zu langsam. Und das, ein gutes Beispiel dafür ist eigentlich, wenn du in einem Flieger sitzt und mit 850 km/h am Himmel fliegst und vom Fenster rausschaust, es bewegt sich nichts. Und das konträre Beispiel dazu ist, wenn du mit dem Fahrrad 30 km/h fährst und schaust, das Vorderrad schaut relativ schnell aus. Mhm. Und ich denke, alles, was sich schnell ausschaut, macht automatisch, führt dazu, dass ich das Gas irgendwie zumache. Ne? Weil ich fühle mich schnell, also will ich langsamer fahren, schaue ich weit weg, wie du gesagt hast, weit in die Ferne schauen, bewegt sich langsamer, fahre ich vermutlich auch dementsprechend schneller. Also das ist ja auch so ein Faktor, oder? Wie siehst du das, Philipp? Ich habe bloß einmal gelesen, weil es mich mal interessiert hat, wenn du zu nah zu schaust, wie gesagt, dann fühlst du dich schon so schnell, aber du bist das nicht. Ja. Aber wenn du zu weit nach vorn schaust, dann verlierst du ein bisschen das Gefühl. Ja. Das kann passieren, weil du dann schaust du schon so weit und dann denkst du, du bist zu langsam, obwohl du eigentlich am Limit vielleicht schon bist. Ich muss ehrlich gesagt selber sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich hinschaue. Ehrlich? Ich schaue einfach da hin, wo ich hinschaue. Okay. Das passiert halt vielleicht unterbewusst. Ja. Beim Autofahren ist das ein wenig was anderes. Da schaust du ein wenig nach System, da weißt du, okay, da und da. Aber beim Modellfahren, sage ich mal wirklich, also mein erster Anhaltspunkt, okay, wenn ich nach der Geraden komme, ist da der Strich vor dem 100-Meter-Schüttel, da bremse ich jetzt. Mhm. Und dann das entwickelt sich eigentlich alles. Dann vielleicht visierst du dann mal einen Scheitelpunkt an und dann eigentlich schon wieder das nächste. Und, aber ganz weit nach vorne schauen ist jetzt dann auch nicht so das Lösungsmittel, wenn du sagst, okay, ich schaue einfach zu weit oder zu nah vor das Vorderradl und fühle mich dadurch einfach schon so schnell und kann dadurch nicht schneller fahren. Mhm. Das ist jetzt auch nicht, du musst ein bisschen so einen Mittelweg finden, glaube ich, weil wenn es jetzt dann 150 Meter vier schaust, das bringt es auch nicht. Mhm. Dazu sagen, dass du den Bremspunkt komplett anfokussierst, so da ist er, da war er, oder ist das mehr so, du schaust schon in die Kurven rein und realisierst, okay, da kommt der Bremspunkt und jetzt ist er da, oder wie siehst du den direkt an?
wenn ich es mir so überlege, dann schaue ich schon eine Zeit lang einmal an, denke ich mir dann. Und dann kommt er aber und dann bremse ich und dann ich schaue dann jetzt nicht ewig lang, ob es da ist. Ja. Also das, die letzten paar Meter schaust dann eigentlich schon wieder weiter nach vorne. Zu wissen eigentlich hast, oder zu wissen, das ist der Marker, tack, und dann bist du auf dem nächsten Punkt, wieder weiter. Der Blick schon wieder. Genau, eigentlich ist man, weiß nicht, wie wenn man bei einer Brücke durchfährt. Man schaut die Brücken an, dann schaut man wieder weg, aber man merkt trotzdem genau, wann die Brücken über und drüber ist. Genau. So ist das wieder so ein Bremspunkt. Man schaut hin, dann schaut man wieder weg, konzentriert sich aufs Fahren, aber ich bremse trotzdem genau dann, wenn ob das genau wirklich der Strich ist, das frage ich mich auch manchmal. Wenn ich abends dann am Strecken gehe und man schaut so und denkt sich, okay, da bremse ich, aha, ich hätte das, beim Fahren schaut es immer anders aus. Ob das dann wirklich genau der Punkt ist, weiß man nicht. Aber das ist ja eigentlich egal, wenn man hat es ja in seinem Hirn, sage ich jetzt mal, so gespeichert, dass man sagt, da bremse ich. Und das ist dann einmal der gleiche Punkt. Das ist dann vielleicht schon ein bisschen so ein peripheres Sehen, was dann auch der Fall ist. Weil das ist das Gleiche, wenn du im Zweikampf bist und wenn du dem Hintermann ja total auf den Arsch schauen würdest, dann würdest du ja genau da hinfahren, wo er hinfährt. Du willst aber nicht da hinfahren, wo er hinfährt, würdest du vorbeifahren. Mhm. Das ist ja da auch so ein Thema, wo viele Hobbyfahrer ja hadern, die theoretisch schneller werden, deswegen laufen sie auf irgendjemanden auf, der langsamer ist, und dann kommen sie nicht mehr dran vorbei. Weil sie natürlich wahrscheinlich dem aufs Hinterrad schauen und fahren dann auch genau dahin, wo sie hin, wo der hinfährt. Tappt man sich da als Profi auch hin und wieder dabei? Ich denke es mir nur beim Windschattenfahren ab und zu, weil Windschatten ist halt immer so eine Sache, du musst halt so lange wie möglich dahinter bleiben, dass du den maximalen Effekt hast, aber halt nicht zu lang, weil sonst fährst du nicht mehr drauf. Ja. Das ist halt, ja, das ist ein bisschen so ein Gefühl, das ist eine Gefühlssache, aber... Ja, ist intuitiv. Ja. Intuitiv. Ja. Was der Profi intuitiv richtig macht, weil natürlich auch schon diese Erfahrung da ist. Die Erfahrung und von Kindesalter auf jeden Fall. Das macht viel aus. Du kennst die Strecken in- und auswendig, du weißt ganz genau, okay, in Rieker kann man jetzt halt von Kurve 1 auf 2, auf die 2 kannst innen reinfahren, zum Beispiel. Und dann weißt du schon, wenn jetzt der Fahrer vor mir das und das macht, dann kann ich es probieren. Das war es dann einfach. Okay, schön. So, dann kommen wir zum nächsten Thema, und das ist die Traktionskontrolle bzw. Elektronik allgemein. Ich lese ja meine YouTube-Kommentare immer, und da gibt es Leute, die schreiben, Elektronik brauchen wir nicht, wir sind auch richtige Männer, wir haben das im Gefühl, wir haben es im Popometer, schreibe ich, das Wort höre ich gerne, und da haben wir jetzt ja unterschiedliche Erfahrungen da. Zum einen, Supersport 600 hat keine Traktionskontrolle, Supersport 300 hat auch keine gehabt, IDM Superbike hat Traktionskontrolle, Isle of Man fährt so mit Traktion? Die meisten mit ganz minimal, aber ich bin es ohne gefahren. Du bist ohne gefahren? Jetzt haben wir natürlich gleich diese krasse Meinung, warum fährst du allgemein ohne Elektronik oder? Nein, ich sag, bei der TT klingt das immer dann so spektakulär, aber es hat einfach den Grund, weil da so extrem viele Schläge sind, gell, dass das Bike permanent, das Vorderrad permanent in der Luft ist und auch Sprünge mit 208, 290 km/h. Und wenn da dann die Elektronik permanent eingreifen würde, macht sie die tatsächlich langsamer. Okay. Das war halt der einzige Grund. Ja. Aber ich fahre so auf der Rennstrecke eigentlich auch mit quasi, oder sehr wenige. Sehr wenige Elektronik. Ja. Und du sagst, du kannst das aber dann wirklich handeln, wenn das quer kommt? Oder ich fühle mich nicht wohl. Ich habe es probiert. Du warst ja dabei im Winter in Spanien. Ja. Ich habe es probiert. Ich fühle mich einfach nicht wohl. Okay. Und ich spüre dann auch nicht das Moped so gut, wie wenn ich es wegschalte. Okay. Weil es heißt nicht, dass ich komplett ohne fahre, aber ich fahre jetzt so wie bei der 1 mit 1. Also so wenig wie möglich Regelung. Ja. Wie ist bei dir, Luca, IDM Superbike auf BMW? Die BMW-Elektronik funktioniert da eigentlich, die hört man auch recht schön, weil die machen immer so trot. Kann man da diesen Begriff sagen, auf der Elektronik fahren? Macht sie das? Ich glaube, dass es schon teilweise gibt. Und auch, da würde ich auch nicht so ausschließen, dass das nicht auch bei den ersten paar Fahrern der Fall ist, weil das einfach mittlerweile so ist, dass... Also ich finde, bei der BMW funktioniert die Elektronik ziemlich gut, von Haus aus ziemlich gut. Mhm. Und man wird in einer gewissen Weise, wenn man sagen, in einer gewissen Weise wird man ein bisschen dazu genötigt, dass man es hernimmt. Vor allem eigentlich für mich ist das erster, zweiter, dritter Gangkurven. Alles andere regelt es wenig bis gar nicht mehr bei mir jetzt, also was ich jetzt so von meinen Erfahrungen weiß. Aber das Problem ist einfach, wenn man es nicht hernimmt, verliert man bei diesen Beschleunigungen unter Umständen Zeit, mit einem neuen Reifen wenig, vielleicht gar keine. Aber umso älter der Reifen wird, umso mehr. Und der Kollege, der sich darauf verlässt, der es hernimmt, der es gut abgestimmt hat, hat einfach eine viel
erstens hat er weniger harten Job. Also so Motorrad zum Fahren ist von Haus aus viel Stress und das macht es einfach leichter zum Fahren und man kann sich auf andere Sachen konzentrieren. Mhm. Das ist, glaube ich, oft sogar der größere Effekt von der Traktionskontrolle, wie vielleicht der eigentliche Zeitgewinn oder kann man Reifenabtrieb. Also, wie du jetzt sagst, in der IDM, die Elektronik, wie du sagst, ihr habt einen Datentechniker, der die Elektronik bearbeitet, kann man da jetzt eins zu eins überhaupt vergleichen mit einer Serienelektronik, die verbaut ist? Wahrscheinlich. Also in meinem Fall habe ich einen relativ guten Vergleich, weil ich ein paar Mal trainieren war mit einer Standard-BMW. Also mit einer Serien-BMW, wie aus dem Laden raus mit Slicks. Und die gibt es ja diesen Race Pro Modus, also für die Rennstrecke abgestimmt. Und auf der niedrigsten Stufe von dem bin ich immer gefahren. Und dann, sage ich mal, war das so ein bisschen, war das auf jeden Fall mehr, wie wir es in der IDM fahren, aber nicht gravierend mehr. Okay. Vor allem in die Untergang war es ziemlich ähnlich, wie das schon abgestimmt war. Mhm. Und da ist auch teilweise von den Rundenzeiten nicht mehr viel Unterschied, weil die Mopeds da wirklich schon gut funktionieren. Und wie gesagt, also. Ich habe jetzt beim letzten Rennen in Schleiz habe ich zum Beispiel eher Probleme mit der Elektronik gehabt. Nicht unbedingt, weil es jetzt irgendwie schlecht abgestimmt war oder so, sondern weil ich mich halt teilweise einfach nicht gescheit damit anfreunden kann, dass man dann teilweise über die Elektronik fahren muss. Also gerade Ausgang von engen Kurven muss man sagen, okay, jetzt ist es soweit, dass ich Gas gebe. Und man muss das vielleicht sogar ein bisschen aggressiver machen, wenn man es sonst machen darf, um dass es wirklich gut funktioniert. Mhm. Und das System muss mir erst reinkommen. Mhm. Und da tue ich mir jetzt das erste Jahr wieder auf dem Superbike sogar teilweise ein bisschen schwer, weil es halt einfach ein bisschen unnatürlich ist. Mhm. Nicht, dass man zu früh Gas gibt, aber dass man eher so abrupt Gas gibt. Mhm. Und so zweiter Gang oder erster Gang sogar hat das Motorrad sau viel Leistung. Ja. Und das traut man dem nicht zu, dass das dann so funktioniert, aber es tut es eigentlich. Mhm. Deswegen schwierig. Mhm. Philipp, wie ist es da angenommen? Ich hätte jetzt in der Supersport-WM, ihr dürft jetzt Elektronik fahren. Würde euch das was bringen? Ich glaube, dass bei uns nicht so viel bringt, weil die Wheelie-Neigung ist. Ja, die ist gering, ja. Gering, bringst eigentlich unter Kontrolle und auch. Du musst ein bisschen sliden, weil du musst ein wenig turnen, das Motorrad, Richtung machst. Ja, das Richtung machst. Und dann spielt eigentlich so Richtung Rennende, wo vielleicht die Traktionskontrolle helfen darf, eigentlich die Körperposition wieder und der Pickup eigentlich wieder so ein wenig die Rolle. Mhm. Aber ich sage, bis 150 oder 140 PS, naja, da brauchst du das nicht. Mhm. Ich sage einfach beim Superbike WM, ja. Du siehst einfach die Werksteams, die haben das super abgestimmt ja. Und die werden vielleicht auf eine Runde kann ein Privatfahrer schnell sein. Ja. Aber Richtung Rennende ja. Wird er das nicht halten können, weil vielleicht einfach die Elektronik nicht so gut abgestimmt ist. Und ich glaube einfach, wenn so ein Motorrad 230 PS hat, dass dir das in gewisse Dinge helfen kann, bin ich voll der Meinung. Ja. Der Julian hat ja gesagt, wenn du da einfach mit 280 über was drüber hupst und das permanent im Wheelie drin ist, dann pfuscht er da die Elektronik rein. So das kann ich mir gut vorstellen, dass das da einfach gar nicht so gut passt. Aber man könnte jetzt schon durchaus behaupten, wenn jetzt zum Beispiel Johnny Ray im Rennen einen Elektronikausfall hätte, weil der Radtriebssensor kaputt geht oder weiß ich was. Dann fällt er zurück, oder? Ja, weil du das einfach, naja, das ist unter dem Rennen und du kannst dich dann nicht so schnell darauf einstellen, dass du jetzt sagst, das geht nicht. Ja, also das wird nicht gehen. Das glaube ich auch gar nicht. Also man muss auch sagen, also Superbike WM auf jeden Fall, aber auch in der MotoGP, da ist das, also aber jeder kennt ein paar Leute, die wo da irgendwo mit arbeiten und man hört da auch schon die Sachen oder ich weiß da auch zum Beispiel, die fahren bis zum vierten Gang oder dritten, vierten Gang je nach Strick, lassen die nicht einmal die ganze Leistung frei mit einem Motorrad, weil es einfach viel zu viel ist. Und da muss man sich auch, glaube ich, gewaltiger auf die Elektronik verlassen. Mhm. Das soll nicht heißen, dass bei vielen Leuten sagen, ja, die fahren ja alle nur so schnell wegen der Elektronik. Ja. Das gar nicht. Man muss erst einmal das Motorrad so bewegen können. Glaube ich immer, wie man das sagen, ist oft so. Also ob es jetzt ein Superbike ist oder ein MotoGP-Moped, glauben die Leute dann, ja, wenn das eine gute Elektronik ist, geht das von selber. Mhm. Also man muss trotzdem Vollgas fahren und dann muss man sich überwinden, dass man es hernimmt, um nur ein bisschen Zeit zu finden, sagen wir so. Ich glaube auch, dass das ein guter Punkt ist, denn was wir vorher besprochen haben, dass viele Hobbyfahrer viele Elektronik fahren und dadurch langsamer sind als sie eigentlich, weil sie so nieder. Was das nicht heißen soll, dass ihr da draußen alle die Elektronik ausschalten sollt. Das habe ich auch schon oft gesehen, dass wirklich manche vom Gefühl her, okay, sie wollen auf Nummer vor sich gehen, wo man die Mythen hört, ja, wenn ich die Elektronik auf 4 fahre, dann wird das Bike unhandelbar.
Ja. Was ein Blödsinn ist. Ja. Genau. Da, wo da einfach vielleicht so ein Bild der Mut fehlt, bewusst mal runterschalten, weil jeder glaubt, wenn ich dann das Gas ein Bild auftrage, dass ich sofort einen Heißhalter habe. Das ist ja. Ja, also da kommt erst beim Zumachen wieder. Nein, das ist ein bisschen der Irrglaube unterwegs ist, glaube ich, dass wenn es jetzt von irgendeinem Hersteller ein Kitzsteuergerät gibt, das wo einfach so gemacht ist, wie es ist, da hat sich jemand auch Gedanken gemacht beim Abstimmen. Mhm. Oder bei einer Serie im BMW, wie ich vorher gesagt habe, da kann ich wirklich gute Zeiten oder wir kennen da alle gute Zeiten damit fahren, wo das eigentlich ein Straßenmotorrad ist. Also der das abgestimmt hat, der hat sich da echt Gedanken gemacht. Und da kann man dann schon mal alle Varianten probieren, muss ich halt da rantasten. So ja, mal. Und auch viel probieren und spulen. Viel probieren und spulen, aber das ist nicht alles, sagen wir mal so, das ist nicht gleich alles einmal zum Tauschen, weil das wird gern gemacht. Das wird erst einmal alles neu eingebaut. Und wenn auf die Serie oder Kids-Sachen wird gleich mal vergessen. Okay. Ja. Was mich eigentlich gleich zum nächsten und letzten Thema bringt, und zwar geht es ein bisschen darum, wie arbeiten die Profis, um schneller zu werden.